Wir haben am Mittwoch in Flugfelden eine wirklich richtig schwache Leistung geboten. Und deswegen war es für uns heute extrem wichtig, dass wir jetzt gegen Van Westheim, die ja auch wirklich nicht gut gestartet sind, heute hier unbedingt zu Hause die 3 Punkte holen. Waren in der ersten Halbzeit waren wir schon klar besser, machen kurz vor der Halbzeit einen gravierenden Fehler, wie wir es halt jetzt gerade immer in unseren Spielen ein bisschen drin haben, geraten da völlig unnötig in Rückstand. Haben es wieder nicht geschafft, dass wir unsere Torchancen nutzen. Dementsprechend gehen wir mit 1-0 in die Halbzeit. In der Halbzeit ist es dann dementsprechend in der Kabine mal laut geworden, dass das nicht sein kann, dass wir mit allem Respekt gegen Van Westheim hier zu Hause einfach die Punkte liegen lassen. Die zweite Halbzeit war dann viel, viel, viel besser, war effektiver, war vom Tempo viel höher. Haben wir, denke ich, insgesamt das Spiel nachher absolut verdient gewonnen. Problem war, dass wir es dann nicht den Sack zugemacht haben, viele Konterchancen noch liegen lassen haben. Kriegen dann ganz kurz vor Schluss nochmal das 3-2. War es nochmal kurz spannend, aber letzten Endes haben wir das Spiel verdient, 3-2 gewonnen. Wir freuen uns jetzt, dass wir aus 4 Spielen 6 Punkte geholt haben. Am Freitag jetzt zum Derby nach Bönigswalde auf dem Berg. Da freuen wir uns auch schon drauf. Und dann gucken wir, dass wir vielleicht mal einen von den Favoriten stolpern lassen können. Also ja, zum Spiel, die erste Halbzeit, schwer in Worte zu fassen, haben wir eigentlich nicht so ganz gut gespielt, haben die Möglichkeiten gehabt, zweimal ein Tor zu machen, müssen wir eigentlich auch Tore machen, spielen es einfach zu schlampig aus nach vorne. Hinten kriegen wir wieder einen dummen Elfmeter, kurz vor der Halbzeit, gehen dann mit Rückstand in die Halbzeit. In der Halbzeit gab es ja, eine kleine Ansprache, Ansage, die uns, glaube ich, ganz gut getan hat. Sind dann aus der Halbzeit definitiv besser rausgekommen, die ersten 25, 30 Minuten. Haben dann auch verdient das Spiel gedreht, weil wir uns belohnt haben, über außen gut gespielt haben und vorne die Tore gemacht haben. Waren gut herausgespielt und dann aber die letzten, ja, sag mal 8 bis 10 Minuten, sind wir wieder leicht confused. Wir müssen froh sein, dass sie von Westheimer ja, vorne auch nicht ganz so die Chancen verwerten wie wir in der ersten Halbzeit und dadurch sage ich dann aber Mandinos 3-2 und verdient die 3 Punkte hier behalten. Uns freut es, wir haben 4 Spiele, 6 Punkte, ist ein Start, der ausbaufähig ist.